Testament, wo wir hören, dass dieser Prophet 40 Jahre, besser gesagt 40 Tage, durch die Wüste hindurchgeht, um auf diesen Gottesberg hinaufzugehen, wo Gott ihm gesagt hat, dass er ihn sich zeigen wird. Und das macht er, er geht zu diesem Berg, klettert hinauf, geht dann in eine Höhle hinein und wartet. Und dann kommt ein gewaltiges Erdbeben und die Steine krachen und es geht nur so rund, aber Gott war nicht im Erdbeben. Und dann, und das finde ich sehr schön, diese Beschreibung, nicht sehr treffend, dieses leise Säuseln des Windes und der Prophet hüllt sein Gesicht, weil er weiß, jetzt ist Gott da. Warum? Weil Gott tritt leise auf. Er überrumpelt nicht. Er zwingt sich nicht auf. Er ist unglaublich respektvoll für unsere Freiheit. Und weil Voraussetzung für die Liebe immer die Freiheit ist. Ich kann nicht immer zwingen, mich zu lieben. Und Gott macht das schon gar nicht. Jetzt ist hier eigentlich einer der Kernpunkte der Berufungssuche. Nicht zu verstehen, es geht um eine Liebesgeschichte. Es ist nichts anderes. Und es ist nicht nur nichts anderes, etwas eigentlich, die alle Liebesgeschichten dieser Welt bei weitem übertrifft, weil denjenigen, mit dem du auf einmal da in Beziehung möchtest, der dein Herz haben möchte, nur für ihn und durch ihn für alle Menschen, ist ja Gott selber, der die Liebe ist in Person. Und deswegen wird er sehr leise auftreten. Und daher brauchst du von uns immer wieder dieses Bemühen um diese innere und diese äußere Stille, dass wir überhaupt fähig werden, Gott wahrzunehmen. Das heißt auch, sogar in unserem Gebet bedeutet es ein Stillwerden immer wieder. Nicht immer wieder sagen, hör zu, Herr, dein Diener spricht, sondern auch dieses, sprich Herr, dein Diener hört. Ich will hören. Herr, gib mir mit Salomo dieses hörendes Herz. Ein Herz, das offen ist für dich, das hören möchte, was du sagst. Und nicht nur in dem Sinn, dass es diese innere Stille braucht, ja? sondern eben auch die äußere Stille, um besser die innere Stille leben zu können. Das heißt nicht, dass wir jetzt unser ganzes Leben in einer Wüste leben sollen, das sage ich nicht. Aber wir brauchen immer wieder diese Wüstenmomente. Nicht? Ich gerade zum Beispiel bin gerade in einem Keller, wo es sehr leise ist. Und das ist sehr hilfreich für das Gebet. Nicht? Wir brauchen immer wieder Momente, wo wir uns zurückziehen können. In einen Keller, in eine Kirche, in die Anbetung. Einfach, wo wir still sein können, um Gott hören zu können. Und diesen Mut zur Stille, das wünsche ich uns allen.